take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Und zwar kümmern wir uns heute in diesem Video um die Leon Bailey SBC. Ihr seht es ja einmal, hol dir einen UEFA Europa League Moment Leon Bailey, mit dem wir sein Traumtor in der UEFA Europa League 2016-2017 feiern. 3 Tage ist die SBC verbleibend und wir wollen heute diese SBC wieder im Detail anschauen. Mit dem Format, lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Vorhin ist aber schon eine weitere SBC rausgekommen, beziehungsweise parallel sind die rausgekommen. Und zwar, ihr seht es rechts, Topper-Teams sind natürlich heute auch am Start. Es ist Donnerstag und die kommen natürlich wie jede Woche auch auf unserem Kanal. Das Video sollte schon online sein zu den Topper-Teams. Insofern, falls ihr das verpasst habt, checkt das auf jeden Fall gerne ab. Da gibt es einen geilen Reward. 45k-Set generell, aber auch generell halt in den anderen 4 SBCs. Richtig geile Pack-Rewards. Insofern meine Empfehlung, checkt das Video auf jeden Fall gerne ab, falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt. Und ja, dann soll es jetzt gehen um die Leon Bailey SBC. 3 Tage ist die SBC, wie gesagt, verbleibend und die Frage stellt sich, lohnt sich das Ganze, ja oder nein? Und deshalb wieder heute mit dem Format, lohnt sich die SBC, ja oder nein? Für die, die neu sind, kurz erklärt, was heißt das Ganze? Wir werden uns anschauen, was kostet die SBC. Wir werden in die SBCs reingehen, ich habe euch Lösungen vorbereitet. Und ja, dann geben wir außerdem noch... auch die Packs ein, die wir zurückbekommen natürlich. Was gibt es für Packs zurück? Was gibt es für positive Seiten an Leon Bailey, an der Karte selbst? Was gibt es für negative Sachen? Das werden wir alles mit rein in unser Fazit mitnehmen. Außerdem, was für ein Rating hat die Karte und was hat sie quasi für einen Kaufwert auf dem Transfermarkt? Und was gibt es für Alternativen? Das ist der letzte Punkt. Was gibt es für vergleichbare Karten zu Leon Bailey, die vielleicht auf dem Transfermarkt billiger sind als diese SBC, wo man dann vielleicht sagt, okay, lohnt sich Leon Bailey vielleicht eher auch nicht? Das ist die große Frage dieses Videos. Insofern ist eure Meinung natürlich auch gefragt. Und wenn ihr sagt, hey, das Ganze lohnt sich, die Leon Bailey SBC, dann lasst mich das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Aber auch wenn ihr sagt, oh mein Gott, die SBC, die lohnt sich nicht, einfach begründen und ab damit in die Kommentare, ja. Das auf jeden Fall, ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr neu seid und generell an SBCs interessiert seid, lasst auf jeden Fall auch gerne ein Abo da, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weitere SBC, keinen weiteren Foot-Tauschstil-Spieler bzw. Token-Spieler in diesem Monat April vor allen Dingen. Ja, und seid dann auch wieder bei der nächsten SBC mit am Start. Insofern zerstört den Like-Button, wenn euch das Ganze gefällt, das Format von lohnt sich die SBC ja oder nein. 200 Likes kriege ich als Ziel raus und dann starten wir jetzt auch mal rein in die SBC, Leon Bailey SBC. Wir sehen schon mal, 2 Segmente müssen wir abschließen. Und die große Frage ist natürlich, was müssen wir abgeben für einen Leon Bailey? Wir wissen auf jeden Fall schon mal, das sage ich jetzt schon mal vorweg, die SBC kostet 120.000 Münzen. Und das ist natürlich schon mal saftig. Das ist natürlich schon mal ordentlich. Und das ist die Karte. 87er, linkes Mittelfeld, Bailey. Und wir wollen anfangen mit der Karte, uns anschauen, die im Detail, designmäßig natürlich schon mal, ist es euch das Kartendesign wert, diese SPC abzuschließen? Für manche ja, für manche nicht. Mir war das Kartendesign noch nie wichtig. Geil sieht es auf jeden Fall aus. Ein bewegtes Bild hat er auch. Das wird nur jetzt komischerweise nicht gerade angezeigt, aber ein bewegtes Bild hat er auf jeden Fall auch. 87er Karte mit 97 Tempo, 85 Schuss, 82er Passen, 90er Dribbling. Wir haben 38er Def, das ist natürlich unwichtig, aber 71er Füße ist da noch am Start. Und wenn wir jetzt mal reingehen in die Karte und erstmal die Spielerbio uns anschauen, dann sehen wir, er ist 1,80 groß. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall positiv. Daumen hoch dafür. Insofern, das kommt bei mir auf jeden Fall auf die positive Seite. Wie gesagt, in die Kommentare könnt ihr gerne eure Meinung schreiben. Ihr könnt gerne gleicher Meinung sein, aber auch gerne anderer Meinung sein. Das ist komplett egal. Und dann lasst uns, wie gesagt, gemeinsam mit der Community kommentieren und schauen, ob sich das Ganze lohnt, diskutieren, ob sich diese Leon Bailey SBC lohnt. Ja, weiter geht es dann mit den Arbeitsraten. Die sind bei Hochmittel. Die finde ich auch richtig, richtig nice. Hochmittel-Arbeitsrate, mega. Einfach nur mega. Finde ich geil, immer hoch bei Offensivspielern. Da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Links ist dann der starke Fuß. Ja gut, der eine ist halt Linksfüßler, der andere Rechtsfüßler, kann man nichts machen. 4 Sterne haben wir dann. Schwacher Fuß, 4 Sterne. Spezialbewegung, 4 Sterne. Das ist auf jeden Fall auch krass auf die positive Seite. Also haben wir jetzt schon mal die Körpergröße. Die 4 Sterne, Hochmittel. Sehr, 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 sehr nice. Bilddesign, wie gesagt, müsst ihr selbst entscheiden. Ich persönlich lege da keinen Wert drauf. Ja, Spielerdetails interessieren uns nicht. Attributdetails aber wiederum natürlich. Und da fällt direkt auf, positiv natürlich das Tempo. Mega nice, 97 Tempo, 98er Antritt, 95er Spritgeschwindigkeit. Und diese Karte erinnert schon mal definitiv an den Tots. Ich glaube, letztes Jahr war es. Der war mega nice. Der war mega nice. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Der war echt heftig. Schuss ist auf jeden Fall ausgeglichen, würde ich sagen, ist okay.
Schlecht nicht, aber halt gerade so in diesem dunkelgrünen Bereich. Kann man auf jeden Fall aber noch ordentlich boosten mit dem richtigen Camp-Style. Insofern okay. Passspielübersicht ist okay. Kurzer Pass ist auch okay, kann man nichts gegen sagen. Okay, sag ich mal. Also perfekt ist es nicht, aber es ist okay. Dribbling ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Also das ist definitiv nicht schlecht. Sehr, sehr ausgeglichen, das gefällt mir. Ruhe vielleicht ein bisschen niedrig, da kann man ein bisschen meckern. Ja, und wenn man ihn zentral spielen will, kann man auch beim langen Pass hier und da vielleicht was meckern. Aber mit dem Campstyle kann man das ja noch boosten. Bei der Def gefällt mir die Kopfballpräzision nicht so ordentlich. 65 nur, ist 1,80 schon groß. Und wir sehen auf der Physis-Seite schon 95 Sprungkraft, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Schade, dass er nicht eine höhere Kopfballpräzision hat. Und dann Ausdauer ist auch okay, nice, ausreichend. Das ist die Frage für einen Außenspieler vielleicht nicht. 84 Ausdauer, muss man mal schauen. Aber immerhin hat er keine 70 Ausdauer, wie das EA bei manchen Karten so macht. Insofern würde ich erstmal so erster Eindruck sagen, ordentlich gute, okaye Karte von den anderen Stats. Was herausragt, ist auf jeden Fall das Tempo. Und Schuss, Pass, je nachdem, wo man ihn spielt, kann man Schuss, Pass, Dribbling jeweils halt noch boosten. Ausdauer ist okay, könnte besser sein. Sprungkraft auch top, das auf jeden Fall fett markieren. Sprungkraft auf 95 gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist mein erster Eindruck von Leon Bailey. Ich persönlich werde ihn nicht abschließen. Warum? Weil er einfach mein Team nicht besser macht. Ihr habt gestern, beziehungsweise heute besser gesagt, 6 Uhr morgens kam ein 20 Millionen Coin Squad Builder hochgeladen. Das seht ihr mein Team mit ein bisschen Gameplay, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Checkt das auf jeden Fall gerne ab und dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, warum ich keinen Leon Bailey abschließe. Das interessiert ja die auch, vielleicht den einen oder anderen. Aber jetzt die große Frage, was müssen wir abgeben für einen Leon Bailey? Das ist das Wichtige hier und da sehen wir einmal zwei Segmente. Die Werkself ist das erste Segment und dann 84er Squad. Und es sind zwei 84er Squads, ja. Mit einem Team of the Week und auf der rechten Seite ohne Team. Doch, oder? Da ist auch ein Team. Oh, da ist auch Team of the Week. Okay, alles klar. Also zwei Team of the Week Spieler jeweils hier drinne. Und was bekommen wir per Packs zurück? Das ist natürlich auch interessant. Und da bekommen wir ein Prime Gold Spieler Pack, also 45k Set auf der linken Seite und auf der rechten Seite ein Mega Pack nur. 35k Set trotzdem, insgesamt ein Pack-Wert von 80k. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen und uns anschauen, wir bekommen 87er Karte zurück. Lohnt sich das, die nur abzuschließen, um die quasi eine Karte zu haben für eine SBC? Ja, und dafür muss ich auf jeden Fall schon mal sagen, nee, das lohnt sich definitiv nicht. 120k geben wir, wie gesagt, aus für die SBC, 80k bekommen wir zurück. Aber was kosten 87er Karten auf dem Transfermarkt? Stand jetzt 28, 29k, können wir mal aufrunden auf 30k. Also roundabout kosten 87er Karten auf dem Transfermarkt 30k. Insofern lohnt sich das natürlich nicht, nur für eine SBC diesen Leon Bailey abzuschließen. Ja, also bekommen wir 110k quasi zurück an Packs und den Spieler von Bailey. Differenz liegt bei 10k, ist okay. Also ich muss sagen, preis-leistungsmäßig, ich würde jetzt nicht mehr als 120k ausgeben für die SBC. Man muss natürlich auch immer schauen, untradable Spieler sind vielleicht am Start oder auch nicht. Aber wir gehen direkt mal in die erste SBC rein und das ist halt wie gesagt die Werkself mit dem 84er Squad, ein Team of the Week Spieler, ein Leverkusen Spieler, der ist jetzt bei mir Hadecki, den werde ich definitiv gleich noch verkaufen hier. Werde ich ihn auf jeden Fall verkaufen. Ja, der ist tradable, ne? Er ist tradable, richtig ordentlich, okay. Team spielen wir mindestens 80 und Anzahl der Spieler im Team sind natürlich 11. Hier ist der Inform, Moreno ist am Start. Der wird euch ungefähr, was kostet der, 15k? Fast Discard, also viel würde euch auf jeden Fall nicht kosten. Dann bin ich in die Liga gegangen und wie gesagt, hier, der teure wird hier Hadecki sein. 5000 Münzen drauf geboten und die Frage ist natürlich jetzt, für was biete ich den an? Ich biete ihn gleich an. Wir werden das jetzt erstmal so lassen. Falls ihr das Ganze aber 1:1 nachbauen wollt, gehen wir mal kurz die Namen durch. Neto, Moreno, Nacho Fernandes, Hadecki, Manu Trigueros, Dembele, Vidal, Pablo Sarabia, Promes, Benzema. Und wie gesagt, wenn ihr, so wie ich jetzt zum Beispiel, auch ein paar Erstbesitzer mit am Start habt, benutzt die natürlich. Ihr könnt in jede andere Liga gehen. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel mit der La Liga. Und ja, gut, der Leverkusen-Spieler. Da wäre vielleicht noch möglich, aber sonst ist da auch nicht viel möglich an High-Rated-Spielern. Das ist der 84er Squad für das 45k-Set, erste SPC und dann wieder ein 84er Squad mit einem Team of the Week, wie gesagt. Und 80 Teamschmiede auch hier wieder mindestens am Start und 11 Spieler insgesamt. Und bevor wir zum Vergleich kommen, hier wie gesagt der Inform aus dem aktuellen Team of the Week, Schwolo, der kostet auch 10-15k, mehr wird er wahrscheinlich nicht kosten. 60k kosten euch übrigens jeweils die Squad, 60k links und 60k rechts. 120k kommen wir da also auf eine Maximum von 120k. Und falls ihr das Ganze nachbauen wollt, haben wir hier einmal die Spieler, ihr seht die Namen.
Ein paar habe ich auch hier wieder als Erstbesitzer, insofern natürlich auch für euch wieder benutzt, im Idealfall eure Erstbesitzer, dass die auch wegkommen. Untauschbare natürlich noch besser. Und hier habe ich jetzt einfach mal einen 84er Innenverteidiger reingestellt, um euch zu zeigen, hier kann ein Random-Typ rein. Für mich der jetzt untradable, Raúl Albiol. Aber hier kann wirklich jeder andere Random 84er hin. Der muss noch nicht mal linken. Das, wie gesagt, jetzt nur ein Beispielspieler als 84er. Und das, die SBC Nummer 2. Ja, und dann kommen wir zur Bank. Da kommen wir jetzt zum Vergleich, bevor wir das Fazit nochmal generell ziehen. Und da haben wir Bailey mit Ribéry, Davis, Gnabry und Coman am Start. Warum die? Natürlich warum? Weil Bailey natürlich keine Top-Nation hat zum Linken. Das schon mal zum Ersten. Insofern, wann schließt man ihn ab? Natürlich, wenn man einen Bundesliga-Squad hat. Und deshalb der Vergleich jetzt mit anderen Bundesliga-Linke-Mittelfeldspielern, beziehungsweise LFs. Ich denke mal, das ist ganz ordentlich. Und da haben wir so einiges. Davis war eine SBC. Falls ihr den habt, würde ich definitiv davon abraten, Bailey zu machen. Denn wenn wir uns das mal anschauen, wir haben 4-4 auf beiden. Hoch, hoch bei Davis, hoch, mittel. Linksfuß sind auch beide. 1,80 sind auch beide. Das ist schon mal interessant. Und wenn wir dann zu den Attributdetails gehen, beide haben Tempo. Beide haben einen ordentlichen Schuss, ja. Wir haben das Passspiel, was auch ausgeglichen ist, ja. Okay, dann haben wir Dribbling, kann man sagen, ist besser wegen der Reaktion. Bei Bailey trotzdem, Davis ist nicht schlecht, ja. Er hat hier die Stärke und die Aggressivität, die halt ein Bailey halt nicht hat. Und insofern Sprungkraft, Ausdauer auch ähnlich. Ausdauer hier bei Davis bei 89. Also wenn ihr den habt, den Davis, ja, und einen Bundesliga-Squad habt und den upgraden wollt, macht es nicht mit Bailey, das wird sich definitiv nicht lohnen. Gnabry wiederum ist eine andere Geschichte, das ist ein SBC-Spieler, ja. Und da würde ich auf jeden Fall, ja, mal ausprobieren. Würde ich auf jeden Fall upgraden. Ihr seht allein die Sprungkraft und die Ausdauer, die würden mich da auf jeden Fall überzeugen. Und ihr seht, Schuss, Passspiel, Dribbling ausgeglichen. Da würde ich auf jeden Fall auf Bailey mal gehen. Denn auch hier wieder 4-4. Rechts, links haben wir da Hoch-Mittel-Arbeitsraten 1,75. Er ist auch ein bisschen größer, der Bailey. Da kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, Bailey vielleicht dann zu als Ersatz zu nehmen. Bei Coman sieht das wiederum anders aus. Hier wird es interessant, weil Coman ist natürlich hier preismäßig natürlich nicht so hoch wie die SBC. Trotzdem haben wir hier bei Coman 3 Sterne. 5 Sterne wiederum dann, aber rechts, mittel, gering, gefällt mir jetzt nicht so gut. Größe ist auch ähnlich. Und dann gehen wir jetzt nochmal zu den Attributdetails und schauen uns das an. Und ja, wie gesagt, also da ist natürlich Bailey schon etwas besser, meiner Meinung nach. Trotzdem, für den Preis kann man mal Coman austesten und dann vielleicht die SBC machen. 3 Tage habt ihr ja, wie gesagt, noch Zeit. Ribéry, ein weiteres Beispiel, kann man auf dem Transfermarkt kaufen. Preislich liegt er ähnlich wie die SBC, muss man sagen. Hier, was mich hier abschreckt, besser gesagt, ist die Ausdauer. 64 Ausdauer, Sprungkraft bei 36 nur. Sonst 4 Sterne, 5 Sterne. Mittel-Mittel-Arbeitsrate schränkt mich vielleicht auch ein bisschen ab. Er ist halt nicht so groß. Ich habe gerne außen ein bisschen größere Spieler. Insofern das nochmal dazu. Sonst aber auch Dribbling, Passspiel, Schuss, Tempo, nice. Und man kann ihn halt wieder verkaufen. Insofern testet gerne mal Ribéry vorher. Aber sonst Bailey sehe ich da auf jeden Fall im Vorteil. Die Ausdauer, die halt bei Ribéry gar nicht am Start ist, gefällt mir halt überhaupt nicht. Ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt der Vergleich zu anderen Bundesligisten und linke Mittelfeldspieler. Wenn es euch gefallen hat, generell hier mit dem Vergleich, wäre das auf jeden Fall nice. Lasst mich das gerne wissen, ob ihr auf Bailey geht. Das ist jetzt die große Frage an euch. Geht ihr auf Leon Bailey? Wie findet ihr die Karte? Eure Meinung ist gefragt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr in die Kommentare ballert. Und ja, wenn ihr ihn abschließt, für was? Oder was gibt ihr dafür ab? Also habt ihr zum Beispiel Davis und upgradet jetzt auf Bailey? Oder wie sieht das Ganze aus? Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Mein Fazit, die SBC, 284er Squad, 120k. Und das, was man zurückbekommt, in Anführungsstrichen 110k. Das ist auf jeden Fall ordentlich, wenn man da noch bedenkt, man hat untradable Informs und untradable Spieler generell auch im Verein und gibt vielleicht 80, 70k für die SBC aus, kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Also keine schlechte SBC. Viel Negatives kann man dazu nicht sagen. Zur Karte selber, wie gesagt, es sind okay Werte. Schuss, Passspiel, Dribbling. Es ist kein bombastischer Spieler, deshalb kostet er auch nur 120k. Und ja, aber vielleicht für den einen oder anderen halt ein fettes Upgrade. Und ja, sonst muss man sagen, sehr viel Positives. 4 Sterne, hoch, mittel, die Größe und so weiter und so fort. Das Tempo, das soll es gewesen sein von dem Video zu Leon Bailey. Wenn es euch gefallen hat, zerstört gerne den Like-Button. Lasst mich wissen, ob ihr ihn abschließt oder nicht. Und ja, seid auch gerne wieder beim nächsten SBC-Video mit am Start. Wenn es entweder heißt, lohnt sich die SBC ja oder nein. Oder wenn wir halt eine weitere SBC abschließen. In dem Sinne soll es das jetzt gewesen sein. Zerstört den Like-Button, Abo dalassen. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video von FIFA 19. In dem Sinne haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war's, euer Flo von Archie Gaming.
Ciao, Leute.